Oh, wir haben schon 21 Uhr, wir haben es bald halb 10 sogar schon im Game. Jetzt aber mal schnell, weiter geht's hier mit einem neuen Video in Russian Fishing 4 und ich bin mal nach langer Zeit wieder hier am Windenbach und halt einfach mal die kleinen Routen rein an immer wieder gut funktionierenden Stellen und heute fangen wir vielleicht sogar noch einen Don Kaulbarsch. Gucken wir mal. So, und da sind wir dann auch schon hier. Jawohl, das ist doch hier so eine ganz klassische Stelle. 108, 124. Und wir werfen hier erstmal schnell die Köder aus. So, Bremse schön weit runter machen. Man weiß ja nie, was da Dickes anbeißt. Und Bremse hochstellen kann man immer noch. Ganz knapp nur hier, ganz knapp ausgeworfen. Was sind das hier? 5 bis 10 Meter, so ganz entspannt. So, Schnur wieder so ein bisschen stramm ziehen hier mit Y. Gestrafft. Und hier habe ich noch die dritte Route, die baue ich auch nochmal eben um. Ich habe eine ganz dünne Schnur nur. Nehme jetzt hier ein einfaches Blei, Inline-Montage, Inline-Blei. Und dann kommt hier ein kleiner 20er Haken für winzige Fische. Und einer der besten Köder, der Mistwurm. Und dann werfen wir das hier auch noch aus. Auch ganz knapp hier vorne nur so hin. Gar nicht irgendwie geklippt oder sowas. So, Bremse runter. Machen wir erstmal so auf eine 4. Und dann haben wir eigentlich schon die Basics hier erledigt. Wenn man hier mit dem Startrouten-Set gerade angelt, man ist frisch in dem Levelbereich hier oder man hat gerade frisch angefangen in dem Game und dann möchte man sich vielleicht am Anfang schon mal ein paar Grundrouten angeln, da empfehlen sich halt für den Anfang immer hier diese Sorrentos. Ne? Sorrento FD100, da reicht auch die 100, nicht die größere Variante, die sind teurer und sind einfach nur ein bisschen länger. Davon hat man am Anfang nicht so wirklich viel. Und dann hat man halt hier eine entspannte Spark 3000. Da lohnt sich dann die Spark 3000 zu kaufen. Hatte ich aber in diesen ganzen Anfängervideos auch schon gesagt. Die kostet halt nur ein Silber mehr und ist eine deutlich größere oder eine größere Spule halt drauf. Und dann kann man eben hier mit ja, Tragfähigkeit 4,6. Dann kann man hier eine schöne Schnur drauf machen. 3,1er oder hier 3,9er Schnur. 120 Meter sind da hier drauf, 140 würden drauf passen sogar. Und dann gib ihm, kleinen Bissanzeiger da dran. Vorfach geht in der Regel noch nicht. Und dann hier so einen kleinen 20er Haken. Hier die in Rot empfehle ich immer für den Anfang. Und dann natürlich die Mistwurm. Mistwurm auch in letzter Zeit leider an vielen Stellen ausverkauft. Anfangs vielleicht auch erstmal vielleicht mit dem Regenwurm probieren. Auch das ist ein super Köder. Und ihr seht, es wird hier schon ordentlich gebissen. Bremse ist ganz gut eingestellt. Oha, oha. Oh mein Gott. Huch. Okay, das kann natürlich auch passieren. Erster Fisch, Gründlings-Trophy. Oh, wie unangenehm. Das passiert natürlich nicht immer. Alter, Zobel, auch sehr schöner Fisch. Zobel in Maßig bringt richtig Silber, ey. Und hier haben wir noch einen dran. Der zieht aber ab. Langsam die Bremse hoch. Einer geht noch. Sehr schön. Erstmal direkt eine Trophy gefangen. Ja, kann passieren. Deswegen ist es einfach so ergiebig, auch hier zu angeln. Denn man fängt eben von den winzigen Fischen gerne mal die ganz großen. Das heißt, auch dieses bei den winzigen Fischen, wenn man da, also in dieser Kategorie, ne, Wandermuschel auch sehr gut, bringt auch gut Kohle. Wenn man jetzt halt in der Kategorie von diesen kleinen Fischen, jetzt zum Beispiel von dem Gründling, die Trophy fängt oder nah an der Trophy dran ist, dann bringen die natürlich viel mehr Kohle als einen Barsch, der irgendwie nur 100 Gramm wiegt. Der bringt dann natürlich nicht so viel. 125 Gramm Barsch bringt halt nicht so viel Silber wie 125 Gramm Gründling. Sehr, sehr schön. So,
Ja, aber so geht es schon ganz gut los. Wie gesagt, gar nicht weit auswerfen. Zack. Und da sieht man schon, es beißt auch sofort wieder los. Frequenz sollte hier genauso sein. Und das ist eigentlich auch immer der Punkt, wo ich sage, Mensch, bevor ich mich jetzt zum Beispiel dann irgendwann mit Level 12 an die alte Festung stelle und da auf Aal versuche, dann stelle ich mich doch lieber hier hin und sehe zu, dass ich hier ein paar schöne Brocken rausziehe. Am Windenbach hat man einfach viel höhere Frequenz und bekommt in der Regel die oder mehr Silber in der ganzen Nacht. Das hier ist jetzt eine Stelle, die hat zuletzt halt auch immer wieder ganz gut funktioniert für den Don Kaulbarsch. Eine andere Stelle ist hier direkt nebenan. Auch für mich ein absoluter Klassiker. Entweder direkt hier an die Birke geworfen oder gegenüber einfach da in Richtung hier an die Birke, links und rechts hier an den, in den Sandbereich, wenn man das so... Die Spiegelung im Wasser nimmt halt ungefähr da so hin, wo die Spiegelung ist. Und dann hat man hier zwei wunderbare Stellen. Zwischendurch kann man auch hier probieren, einfach auf Laube zu stippen, wenn man mit der Stippe unterwegs ist. Das dann aber natürlich am Tag. Das läuft dann auch ganz gut. Aber auch hier, ihr seht, es zuppelt und bimmelt schon wieder los. Perfekt. Ja, im Idealfall alle drei Routen. Oh, fetter Kaulbarsch, sehr schön. Alle drei Routen am besten immer gleich einstellen. Das heißt, wenn ihr die mit gleicher Schnur, gleicher Rolle immer gleich eingestellt habt, könnt ihr halt sehen... Oh, Kaulbarsch läuft, super. Könnt ihr halt sagen, okay, wenn ich jetzt auf der Route 1 zum Beispiel war, gerade ein ziemlich dicker Fisch drauf, da habe ich die Bremse auf 7 eingestellt. Das heißt, ich kann auch auf den anderen die Bremse auf 7 einstellen. Und es wird mir nie irgendwie was kaputt gehen. Es wird mir nicht irgendwie die Schnur reißen oder sowas. Sondern man hat die Bremse richtig eingestellt, so dass sie bei zu starker Belastung quasi locker lässt. Aber eben auch immer noch eine gute Bremswirkung hat. Genau. Um den Fisch natürlich reinzukriegen hier. Viele Rotaugen jetzt hier gerade in der Nacht. Das ist schon ein Ding, aber auch die auf dem 20er Haken mit einem ganz ordentlichen Gewicht, ne? Kleine Güster sogar. Güster, das ist auch nicht schlecht. Güster darf gerne mit reingehen. Und natürlich wie immer hier am Windenbach alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Am besten den Kescher. Immer so 50 Fische im Kescher haben. 50 von 100, also halb voll machen. Dann einmal kurz zum Café rennen, eben gucken, ob man da schon was abgeben kann. Und wenn man da ein bisschen schon ein paar Aufträge erledigen konnte, dann wieder zurück zum Spot, wieder voll machen auf 50. Und dann vielleicht schon mal gucken, sind da vielleicht noch Aufträge drin? Kann ich da irgendwelche Fische speziell irgendwie auf die gehen, auf die angeln? Oder, ja, für den Anfang ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, gezielt zu angeln. Wie gesagt, Zope, Alter, wieder. Zope ist ein super Fisch. Ich werfe mal jetzt ein bisschen weiter raus, mehr in die Mitte. Das wäre doch mal was, ey. Das wäre doch mal was. So, aber ihr seht, es läuft und das ist halt wichtig, ne? Einfach einen nach dem anderen, man fängt hier viele Fische und man skillt dadurch natürlich auch, ne? So, und da haben wir den nächsten Brocken hart an der Bremse. Fette Brasse. Es wird hier schon gerade im Ingame-Chat heiß diskutiert, im Feierabend-Chat. Wenn ihr Bock habt, ne, neu seid im Game, gerne vorbeikommen, In-Game-Chat, immer wieder hilfreiche Angler da drin oder natürlich auch im Discord, verlinke ich unten drunter, unterm Video. Da muss ich bloß mal gucken, so. Ich bin ja jetzt eine Woche
gar nicht da. Das heißt, es gibt auch keine Streams. Aber die Videos kommen natürlich. Und müssen wir mal gucken, dass wir da euch auch freigeschaltet bekommen dann im Discord. Ne? So, ja, aber so soll es gehen. Zopenfang, Kaulbarsch lohnt sich immer wieder. Einfach hier durchziehen und im Idealfall eben noch den Donkaulbarsch. Donkaulbarsch, einfach einer der besten Fische und auch einer der seltensten Fische. Ich habe ihn immer noch nicht, seit Jahren angel ich auf diesen Fisch und noch nicht als Trophy gefangen. Ansonsten, wie gesagt, von einem gesamten Setup relativ leicht einfach rangehen. Kleine Haken, dünne Schnur, wenn man später Vorfach verwenden kann, dann gerne natürlich auch Vorfächer verwenden. Und zack, da ist er. Gerade noch von gesprochen, leider jetzt natürlich ein bisschen zu klein. Hat noch nicht mal ein Häkchen dran, wird also auch gar nicht so viel so gut bezahlt jetzt, dieser Winzlingsfisch. Könnte man eigentlich wieder reinwerfen. Aber immerhin schon mal gefangen. Den wollen wir haben. In groß. In groß natürlich. Und natürlich auch hier am Windenbach. Denn auch am Windenbach gibt es ja hier die Qualifikation und diese Trophäenbücher. Und da ist er noch, der fehlt mir noch. Ja, und den ollen Barsch, den muss ich mir auch hier nochmal holen. Ist ja nicht so, dass ich noch nicht irgendwie Barsch gefangen hätte hier. Hunderte wahrscheinlich schon. Wenn nicht sogar noch viel mehr. Aber als Trophy, zumindest wo das Trophybuch rauskam, habe ich ihn seitdem nicht wieder gefangen hier. So, guck mal da, nächster direkt hier. Ich wollte schon gerade sagen, jetzt muss aber mal wieder was kommen hier. Läuft auch schon wieder. Ja, und dann wie gesagt, einfach die ganze Nacht durchangeln hier. Und wenn die Nacht durch ist, zack, zum Café. Na, da war noch nichts dran. Zack, zum Café, eben gucken, ob da Kaffeeaufträge drin sind. Und das, was geht, abgeben und dann wieder zurück, weiter angeln. So, oh, Alter. Zieht hier richtig rein, ey. Was war das denn? Guck mal hier, so eine olle Muschel, ne? So eine dicke, fette Wandermuschel. Krass. Was die abziehen können. Das ist der Hammer, ey. Ich habe hier Inline-Montage geskillt. Das kommt mir gerade so komisch vor. Ich werfe nochmal ein bisschen weiter aus. Ich habe Inline-Montage geskillt. Ich würde, wenn ihr euch am Anfang noch nicht ganz sicher seid, was ihr skillen wollt und in welche Richtung ihr angeln wollt, würde ich am Anfang einfach noch gar nicht skillen. Mit meinem Zweit-Account habe ich dann irgendwann Spinning-Only gemacht. Nur noch Spinfischen. Mit dem werde ich gar kein Grundangeln machen. Und da habe ich erst, ich glaube so mit Level 13, 14 oder so, erst die ersten Skillpunkte verteilt. Ne, mit Level 12. Mit Level 12 habe ich die ersten Skillpunkte verteilt, damit ich erfolgreich am Belaya angeln kann. So war das, genau. So, jetzt haben wir schon 3 Uhr morgens, 4 Uhr gleich sogar. Ich würde sagen, so bis 6 Uhr ungefähr kann man hier ganz gut stehen. Und ja, vielleicht sogar bis 8. Und dann gucken wir da jetzt gleich nochmal rein, ob sich da was tut. Und gehen dann gleich auch natürlich mal verkaufen und gucken uns an, was das so gebracht hat. So, und da kommen wir so langsam hier im Dorf wieder an. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch gar nicht gegessen. Holen wir uns erstmal schön was hier gratis zu essen. Da müssen wir da auch kein Geld für ausgeben, um uns was zu essen zu holen. Gibt es ja hier umsonst. Und als erstes natürlich gucken, was ist im Café gefragt. Und das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Guck mal hier, Don Kaulbarsch normal. Kaulbarsch normal, 2 Stück für 10 Silber. Da müssen wir mal eben gucken. Vergleichen wir das nochmal eben hier unter Kaulbarsch. Die würden jetzt 7 bringen. Okay, der bringt natürlich schon ganz gut Kohle rein. Ich würde in dem Fall zum Beispiel sagen, da angel ich dann
noch mal ein bisschen weiter, denn der Auftrag hier, der geht ja noch 35 Ingame-Stunden. Das heißt, ich kann hier locker noch mal eben 2 Nächte rumprobieren, bis ich dann, ja, und habe die Chance halt noch mal auf den Kaulbarsch, bis ich das dann abgebe. Ansonsten, Barsch fängt man auch relativ einfach, gerade diese ganz kleinen hier. Mit dem Regenwurm sollte das ganz gut funktionieren. Oder mit dem Spinner, wenn man da Bock drauf hat. 50 Gramm Barsche bringen gar kein Silber sonst. In dem Fall wären es jetzt hier 10. Die Muschel, einem ab 20 Gramm. Guck mal hier, genau 21 Gramm. Würde im Fischmarkt sonst gar nichts bringen. Hier bringt sie 20 Silber. Also die 20 Silber nehmen wir in jedem Fall mit. 2 Stück mit 104 Gramm. Guck mal, jetzt gerade erst gesehen. Also ich muss auf jeden Fall noch Kaulbarsche angeln. Das ist ja der Hammer, ey. Das ist ja der Hammer. Fette Döbel haben wir hier leider nicht. Schläfergrundel geht dann auch auf dem Regenwurm. Okay, also die 20 Silber haben wir hier schon mal sicher. Und die restlichen Fische würden jetzt quasi in 15 Minuten nochmal 40 Silber bringen. Also 60 Silber hier, so eine knappe Nacht mit 15 Minuten Angelzeit. Das kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Und mit 60 Silbern, etwas mehr als 60 Silbern, kann man sich schon das erste Grundangelset leisten, was ich ja am Anfang gezeigt habe. Das heißt, damit hätte man quasi schon das nächste Set zusammen und könnte dann fleißig sich die dreimal das Set zusammenangeln. Und dann kann man da schon Attacke, Vollgas, die nächsten Brocken rausziehen. So, das mal so ein kleiner Sneak Peek nach langer Zeit wieder hier vom Windenbach. Ich gehe jetzt weiter hier auf Don Kaulbarsch suche. Irgendwann wird er doch beißen, der Don. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video. Sonntagmorgen dann das nächste Video. Petri.